großes Gewusel heute hier im Bundestag, denn ein ernstes Thema ist dran, Japan. Wie geht's weiter nach dem Atomunglück dort? Und wir schauen heute mal so ein bisschen behind the scenes, was ist eigentlich hinter der Kulisse los hier im Deutschen Bundestag? Oma und Opa dürfen mit rein. Kaum ist was los im Bundestag, wird es richtig voll auf der Besucherterrasse. Ein paar Meter weiter bauen die Fernsehteams ihre Kameras auf, um alles einfangen zu können, zur Regierungserklärung der Kanzlerin und zur Debatte rund ums Thema Atom. Der Chefin ins Wort fallen, das macht man eigentlich nicht, ist hier heute im Bundestag passiert. Bundeskanzlerin Merkel wurde oft ins Wort gefallen heute, und zwar von anderen Abgeordneten. Julia, du hast ja das Ganze angeschaut. Warum ist es heute so anders als bei einer normalen Sitzung? Heute ging es ja um Japan und darum, ob die deutschen Atomkraftwerke jetzt auch abgeschaltet werden sollen. Und das ist natürlich ein Thema, das regt nicht nur die Bevölkerung auf, sondern beschäftigt hier auch die Parlamentarier. Deswegen also heute viel Emotionen in der Regierungsansprache. Und du hast es angesprochen, normalerweise herrscht Ruhe im Saal, wenn Frau Merkel spricht. Dann regt man sich erst auf, wenn die große Aussprache kommt. Und das war heute schon anders. Also die Opposition hat dazwischen geschrien, gelacht, sich aufgeregt. Und da ist dann auch Frau Merkel sauer geworden und hat dann der Opposition absolute Niveaulosigkeit vorgeworfen. Und das war für mich schon ein Highlight. Also das passiert wirklich nicht häufig. Heute wurde also sich hier viel gefetzt. Kommt denn bei dem Ganzen was raus oder ist das nur ein Blabla heute? So jetzt den Politikern so Blabla und heiße Luft vorzuwerfen, ist vielleicht ein bisschen hart, weil die bekommen ja genau die gleichen Infos, die wir auch kriegen. Das heißt, die schauen auch Fernsehen, schauen auch ins Internet und wissen eigentlich genauso viel wie wir darüber, was jetzt in Japan passiert. Das heißt, aufgrund dieser Information kann man eigentlich ja nicht wirklich was beschließen jetzt. Und das von denen jetzt zu erwarten, ist vielleicht auch ein bisschen viel. Also da würde ich jetzt eher sagen, das ist verständlich, dass sie sich jetzt auch ein bisschen Zeit lassen und auch erstmal die Informationen für sich zusammenkriegen müssen. Also können wir wahrscheinlich noch öfter hier auf der Pressetribüne im Bundestag stehen und uns anschauen, wie sich die Politiker da unten darüber streiten, ob und wann Atomkraftwerke abgeschaltet werden.